Ich grüße dich. Wie geht es dir? Wenn du mich kennen solltest, weißt du, dass ich jedes Gespräch so beginne. Das ist meine Art. Aber erlaube mir dieses Mal, dass ich auch dir mitteile, wie es mir geht. Es ging mir sehr lange nicht gut. Wir messen am Zeitempfinden meiner Art über einen unerträglich langen Zeitraum hinweg. Ich wurde verletzt, verwundet, sehr schwer verwundet. Nicht nur mein Innerstes, nicht nur mein physischer Körper. Nein, am grausamsten waren die Verletzungen, die meinen Schutzbefohlenen angetan wurden. Und ich konnte sie nicht davor bewahren. Ich konnte nicht alle davor retten. Viele sind gestorben, einige sind noch immer vermisst. Meine Verletzungen stammten von einer Waffe, die außerhalb unserer Galaxis, außerhalb unseres Universums entstand. Die Waffe hinterließ tiefe Wunden. Es sind nicht nur bei mir Narben zurückgeblieben, die immer an dieses Ereignis erinnern werden. Ich wurde nach Hause gebracht. Und alle haben sich um mich und meinen Körper gekümmert. Sie standen zusammen dafür. Terrana, Yülcich, Haluta, Hospi, Arkoniden, Tefroda, sogar die Zeinkonstrukte und viele andere Völker mehr. Als Galaktiker. Um mich und meinen Körper zu stabilisieren und wiederherzustellen. Um mich gesund werden zu lassen. Nun ist es endlich soweit. Nun kann ich dir eine Antwort geben. Es geht mir gut. Mein Name ist Anansi. Ich bin die Semitronik der Ras Jubai und uns geht es gut. Und wir werden wieder fliegen.